Wir haben jetzt gerade die abschließenden Verhandlungen zum Doppelhaushalt hinter uns gebracht und uns als Linke war es natürlich besonders wichtig, da noch ein paar soziale Schwerpunkte zu setzen, gerade in einer Zeit, wo sehr viele Menschen sich große Sorgen machen wegen der Inflation und der steigenden Energiekosten. Ja, viele Menschen kriegen im Moment schon Mieterhöhungsverlangen per Post ins Haus. Dabei steigen nicht die kalten Mietkosten, sondern es steigen die Warmwasser- und Heizkosten, und zwar teilweise bis zu 100%. Wir gucken mit Sorge in die Zukunft, wie es weitergehen wird. Im nächsten Jahr drohen Abrechnungen, wo Leute wahrscheinlich nicht mehr wissen, wie sie die bezahlen sollen. Und da droht Wohnungslosigkeit, wenn sie das nicht bezahlen. Deshalb war es uns wichtig, tatsächlich mit dem Energiekostensicherungsfonds eine Rücklage zu bilden, wo Berlinerinnen und Berliner sicher sein können, auch wenn ich meine warmen Nebenkosten nicht sofort bezahlen kann, verliere ich meine Wohnung nicht. Mir wird nicht der Strom abgeschaltet, wenn ich die Stromrechnung nicht bezahlen kann. Und ich muss auch nicht ohne Gas leben, wenn ich auf Gas angewiesen bin, weil ich die Gasrechnung nicht bezahlen kann. Dafür haben wir einen millionenschweren Sicherungsfonds gebildet, wo jetzt der Senat in der Verantwortung ist, den konkret auszugestalten. Aber diese Botschaft war uns mit dem Doppelhaushalt wichtig. Also wir gehen gemeinsam durch die Krise, wir lassen da niemanden zurück. Und diejenigen, die jetzt schon keine Wohnung haben, die Wohnung verloren haben, da haben wir auch nochmal 28 Millionen bereitgestellt, um das Projekt Housing First zu verstärken, also Menschen sofort mit Wohnungen versorgen zu können, weil das ist meistens dann auch die Möglichkeit, aus einer Armutsspirale rauszukommen. Und zwei weitere Schwerpunkte waren uns wichtig, natürlich sozialgerechte Bildungspolitik. Wir haben nochmal Geld in die Hand genommen, um erstens die Berliner Schulbauoffensive abzusichern, also alle geplanten Maßnahmen werden umgesetzt werden. Das ist eine wichtige Botschaft für die nächsten Jahre und wir werden investieren in gutes Personal, wir werden in Fachkräfteausbildung investieren und wir werden multiprofessionelle Teams an den Berliner Schulen finanziell unterstützen. Das sind gute Nachrichten für Berlin. Wir sind erleichtert.